Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu Raum für Notizen, hier natürlich nur bei Alex TV. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir sitzen, und zwar Peter Eckert. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Gut hergefunden? Jo, ja, ging gut. Und zwar hast du ja hier schon, wir sehen es im Bild, etwas ganz Besonderes mitgebracht. Quartiermeister, Bier für den Kiez. Das ist etwas ganz Besonderes. Erstmal natürlich Bier, aber für den Kiez, das musst du ein bisschen erklären. Warum ist das Bier für den Kiez? Was hat es damit auf sich? Genau, also wie man sieht, an sich Bier, aber das Besondere bei uns ist, dass wir mit den Gewinnen von unserem Bierverkauf Projekte unterstützen. Das heißt, wir sind quasi das erste sozial nachhaltige Bier und wir sind die Ersten, die auch quasi direkt unsere Konsumenten und alle Leute, die uns kennen, daran beteiligen, was wir fördern. Also wir sind quasi ein Unternehmen zum Anfassen und ein soziales Bier. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, es ist sowohl ein Verein als auch ein Unternehmen. Genau. Wie genau kann man sich das strukturell so vorstellen erstmal? Genau, das ist eigentlich ganz einfach und sinnvoll, was wir da aufgestellt haben. Wir haben einen Verein, der ist komplett für die Förderung zuständig. Das heißt, er sucht die Projekte in den Kiezen aus und kontrolliert das Unternehmen, dass wir die Prinzipien, mit denen wir irgendwie hausieren gehen, auch einhalten. Und auf der anderen Seite haben wir das Unternehmen, das eben verkauft, also Bier verkauft, Kneipen anruft, Clubbesitzer spricht, irgendwie schaut, dass auch Geld entsteht, das dann wiederum gefördert wird über den Verein. Nochmal zu dir, bevor wir über das Projekt weitersprechen. Bier für den Kiez, kommst du eigentlich aus Berlin und wenn ja, aus welchem Kiez? Nee, ich komme nicht aus Berlin. Ich wohne erst seit 3,5 Jahren in Berlin und komme ursprünglich aus Karlsruhe, Baden-Württemberg. Und in welchem Kiez bist du jetzt zu Hause? Ich bin gerade umgezogen. Ich habe die ersten 3,5 Jahre komplett in Kreuzberg gewohnt. Und wohne jetzt in Neukölln, in der Nähe vom Hermannplatz. Nun ist deine Lebensaufgabe sozusagen dieses Bier. Du beschäftigst dich damit. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du dich mit Quartiermeister beschäftigt hast? Ja, allerlei. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Eigentlich wollte ich mal Journalist werden. Das habe ich dann während dem Studium gemerkt, dass es doch nicht mein Weg ist. Mhm. Dann wollte ich mal in die Entwicklungszusammenarbeit. Dann habe ich da mal ein Praktikum, ein halbes Jahr in Ghana gemacht. Danach wusste ich auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dann kam ich über Umwege nach Berlin, habe hier Statistik studiert, ein Semester. Das ist aber auch hart, oder? Ja, das eine Semester hat auch gereicht, um zu merken, dass es auch nicht so gut passt. Okay. Genau, und dann habe ich ein halbes Jahr Berlin genossen im Sommer und dann habe ich ein Studium angefangen, das hieß Non-Profit Management. Also quasi Management für den nicht kommerziellen Bereich, was tatsächlich ganz gut passt zu dem, was ich jetzt mache. Was ist denn der Reiz, sich für ein solches Non-Profit-Projekt wie Quartiermeister einzusetzen? Ja, ich hatte tatsächlich mein Leben lang Angst davor, irgendwann ins Berufsleben einzusteigen, weil meine Praktika-Erfahrung immer irgendwie, ich habe immer gemerkt, Arbeit nervt und also bin nicht so gerne arbeiten gegangen. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, wenn das alles nichts für mich ist, muss ich irgendwas finden, wo ich auch wirklich Bock drauf habe. Und ja, dann ist mir Quartiermeister durch Zufall ein bisschen auf die Füße gefallen damals. Und ja, genau, dann dachte ich, wenn man es irgendwie verbinden kann, dass man was macht, was Sinn macht, was einem Spaß macht, dann sollte man es wahrscheinlich tun. Wie ist denn überhaupt die Idee zu diesem Bier entstanden, Quartiermeister? Und seit wann gibt es das vor allen Dingen? Genau, es gibt es seit Herbst 2010, also jetzt seit 3,5 Jahren ungefähr. Und die Idee ist von einem Freund von mir, der hat das entworfen und quasi konstruiert. Und nach einem Monat, also es war quasi direkt, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich ihn kennengelernt, beim Bier, zeichnenderweise. Genau, und habe gesagt, ich finde das Projekt super und würde ihm gerne ehrenamtlich irgendwie helfen, wenn er Hilfe braucht. Und dann waren wir zu zweit, dann haben wir gesagt, wäre cool, einen Verein zu haben. Und so ist es gewachsen. Also du hast dich mit deinem Freund erstmal zusammengesetzt und da gab es dieses Produkt noch nicht? Oder genau, war es schon auf dem Markt? Da gab es quasi seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen. Also war ganz neu. Und er hat nebenher noch irgendwie sein zweites Staatsexamen Jura gemacht und hat es ehrenamtlich nebenher noch gemacht, was echt viel Arbeit ist. Und genau deswegen war es für ihn auch ganz gut,
Wie viele Leute sind denn jetzt an dem Projekt beteiligt und wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben im Verein haben wir so 25 bis 30 Mitglieder, die das ehrenamtlich machen. Und wir haben jetzt zwei Leute quasi auf der Unternehmensseite, die seit ein paar Monaten das auch bezahlt machen. Wobei wir noch nicht so weit sind, dass es wirklich Stellen sind, also vollbezahlte Stellen. Aber genau, die Perspektive ist quasi, dass auf der Unternehmensseite ein Sozialunternehmen entsteht. Also quasi ein Unternehmen, dessen Zweck nicht Geld generieren per se ist, sondern Geld generieren, um Gutes zu tun. Also quasi das Soziale ist das höchste Ziel. Und der Name Quartiermeister ist ja doch etwas, was nicht unbedingt direkt auf ein Bier hinweist. Erinnert auch eher an Begriffe aus dem militärischen Bereich. Wie kam es zu dem Namen? Ja, hast du recht, ist tatsächlich auch aus dem Militärischen entlehnt. Die Idee war, der Quartiermeister ist quasi der in der Einheit, der sich irgendwie um das leibliche Wohl der Einheit kümmert und schaut, dass es den Leuten gut geht. Mhm. Und genau, es war quasi die Idee, einmal das so zu nennen, weil es quasi dieses soziale, sich kümmernde abdeckt. Und eben auch, weil Quartier drin steckt, was auch schon so irgendwie auf Nachbarschaft anwendbar ist oder irgendwie. Bezirke. Genau. Ja. Dieses Bier, hast du ja schon gerade erwähnt, ist ein Non-Profit-Projekt, was soziale Projekte hauptsächlich in den Kiezen von Berlin unterstützt. Gibt es denn so einige Beispiele in einigen Kiezen, die schon gefruchtet haben, wo ihr schon richtig was auf die Beine stellen konntet? Vielleicht erzählst du mal darüber ein bisschen genau, was. Genau, also generell ist die Förderung, also im Moment läuft auch gerade eine Förderung. Es sind immer, wir suchen immer drei Projekte, haben dafür eine Online-Abstimmung. Pro Jahr oder? Nee, genau, pro Quartal, also insgesamt aufs Jahr 12 Projekte. Und dieses Jahr wollen wir das erste Mal schaffen, dass wir quasi jedem Projekt 1.000 Euro an die Hand geben, also insgesamt 12.000 Euro fördern. Die Auswahl findet statt über die Homepage. Das heißt, der Verein sucht 5 Projekte aus, die mit den Förderrichtlinien einhergehen, also zu dem passen, was wir tun wollen. Und dann kann 3 Wochen lang abgestimmt werden und die 3 Projekte mit den meisten Stimmen werden ausgesucht. Also das kann jeder machen, der auf die Seite geht. Genau. Da muss man nicht jetzt unbedingt im Verein auch Mitglied sein. Nee, genau. Also es soll quasi so sein, dass auch die Leute in der Kneipe und die uns kennen und mögen mitbestimmen, was wir machen und wofür wir stehen. Also wir wollen eigentlich ein Projekt zum Anfassen sein und Teilhabe anbieten. Und deine eigentliche Frage, Projekte. Wir haben beispielsweise die Kulturloge mal gefördert. Die verteilen so Tickets für Theater, Museen, also quasi bieten Teilhabe am kulturellen Leben an für Menschen, die Geringverdiener sind oder Hartz-IV-Empfänger, kostenlos. Und im Vergleich zum Berlin-Pass, den es auch gibt, müssen die Leute auch nicht nachweisen, dass sie Hartz-IV-Empfänger sind, sondern kriegen einfach eine Karte reserviert. Okay. Das ist ein Beispiel. Dann haben wir die Schülerhilfe Rollberg unterstützt in Neukölln, die sich für Kinder aus Problemvierteln oder wie man es titulieren möchte, einsetzen und so Patenschaftsprojekte machen. Okay. Und ein drittes Beispiel, was auch zeigt, dass wir auch durchaus politische Sachen fördern, ist das Flüchtlingscamp. Den haben wir 1.000 Euro gegeben für fließend Wasser und eine Küche. Am Oranienplatz? Ganz genau, ja. Und du hast gesagt, dass man das online abstimmen kann, dass ihr diese Förderrichtlinien erstmal überprüft. Nach welchen Kriterien werden überhaupt diese Projekte dann online gestellt und zum Abstimmen zur Verfügung gestellt? Was ist wichtig? Ja, also unser Fokus liegt, also das Allerwichtigste ist Berlin. Also wir fördern nur Projekte, die in Berlin sitzen und auch in Berlin arbeiten. Das heißt, die Zielgruppe des Projektes soll in Berlin sein. Im Idealfall sogar in einem Kiez. Also es sind meistens kleinere Projekte, die auch von Quartiersmanagement oder anderen Fördertöpfen keine Gelder bekommen, weil sie zu klein sind oder nicht formell anerkannt. Genau, was war noch? Ja, ich würde noch mal gerne auf ein Projekt, was ich auch gelesen habe. Du hast ja gerade dieses Flüchtlingscamp am Oranienplatz erwähnt. Ganz in der Nähe gibt es ja auch Cotti und Co., die sich ja gegen die Mietsteigerung in den Kiezen, insbesondere halt in Kreuzberg auch, einsetzen. Was habt ihr da genau gemacht für Cotti und Co.? Genau, die haben wir quasi in ihrer Arbeit unterstützt. Die haben auch, ich glaube, 1.000 Euro von uns bekommen, quasi für Kampagnen, Werbematerial, weil wir das auch ein eigentlich berlinweites Thema, aber insbesondere natürlich in Kreuzberg und Neukölln gerade wichtiges Thema finden. Und da geht es auch wirklich ans Eingemachte quasi in Bezug auf die Menschen, die im Moment im Kiez wohnen, da schon lange wohnen und ja, Gentrifizierung halt.
Du hast gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass es auf jeden Fall Berliner soziale Projekte betrifft, dass ihr nur die unterstützt oder auch zum Abstimmen zur Verfügung stellt. Welche Kriterien sind noch wichtig? Also formal gesehen, wenn jetzt irgendjemand, der vielleicht auch ein soziales Projekt macht und sich dafür bewerben möchte, was muss er noch beachten? Genau, also generell schon mal kann jeder einen Antrag stellen. Und wir haben das so einfach gemacht wie möglich. Es ist ein PDF von 2 Seiten. Und wir freuen uns auch über jeden Antrag, weil wir gerne, also wir machen das eigentlich alles nur, um gute Projekte zu fördern. Deswegen brauchen wir gute Anträge. Von den Richtlinien ist ganz verschieden. Also uns ist wichtig, dass die Projekte nicht so groß sind. Also wenn ein Projekt sich bewirbt, das ein Gesamtetat von 500.000 Euro hat, dann haben die eigentlich keinen Bedarf, unsere 1.000 Euro zu bekommen. Also eher kleine Sachen, befähigende Sachen, also wo Menschen irgendwie empowered werden oder was für ihre Zukunft lernen oder sich weiterentwickeln können, sind uns wichtig. Aber es kann auch ein einmaliges Ding sein, wie das Festival gegen Rassismus, wo einfach quasi Aufklärungsarbeit geleistet wird und dem Ziel nachgegangen wird, das Leben im Kiez irgendwie besser zu machen, die Leute zueinander zu bringen. Genau, also es ist sehr unterschiedlich, sehr divers. Weit gestreut. Du hast vorhin gesagt, dass ihr euch auch natürlich für Projekte engagiert, die zwar sozial sind, aber auch einen politischen Charakter haben. In welcher politischen Sphäre bewegt ihr euch? Seid ihr unabhängig? Wie kannst du das erklären? Wir sind völlig unabhängig und sehen uns auch absolut nicht parteipolitisch. Also wir sehen uns keiner Partei irgendwie nahe, sondern machen unser eigenes Ding. Und an sich ist es eigentlich ein Segen, dass wir komplett unabhängig sind. Also wir haben keine Stiftung im Hintergrund und irgendwie wir können tun und lassen, was wir wollen. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, an sich ist unser Anliegen auch politisch, weil wir gesellschaftliche Teilhabe leben wollen. Wir wollen zeigen, dass man wirtschaftspolitisch anders arbeiten kann. Also einfach anders wirtschaften, sodass Wirtschaft was Gutes ist. Und genau, also wenn man es zusammenfasst, wir sind nicht parteipolitisch, aber unser Projekt an sich ist politisch und darf auch politisch sein. Ja, darf sich gar keiner einmischen bei euch sozusagen. Nee. Wunderbar. Ja, du hast ein bisschen davon erzählt, von der Idee schon am Anfang, dass es eigentlich so ein Ursprung ist, den dein Freund hat. Du bist da mehr oder weniger reingerutscht. Aber wie kommt man auf die Idee, Bier zu verkaufen und nicht irgendein anderes Produkt, um soziale Projekte zu unterstützen? Genau, also ist eine gute Frage. An sich ist für uns Bier nur der Kanal, um die Leute zu erreichen. Also ich sehe mich auch nicht selbst als Bierverkäufer. Das ist auch nicht meine Passion, Bier zu verkaufen, sondern mir geht es tatsächlich um diesen Konsumgedanken. Warum wir uns tatsächlich für Bier entschieden haben, ist relativ einfach, weil wir neben korrektem Konsum auch das Thema auf die Agenda setzen wollten, dass sich engagieren und Gutes tun auch Spaß machen darf und soll. Also man muss nicht Baumwollsocken tragend irgendwie durch die Stadt rennen, sondern es darf Spaß machen. Und genau, es ist eben mit Bier kann man auch Spaß haben. Und also in Berlin wird viel gefeiert. Es ist irgendwie, wir fanden es einfach pragmatisch. Es gab bisher noch kein soziales Bier. Es gibt ja auch irgendwie. Soziales Bier ist ein guter Begriff. Ja, danke. Ja, und was ich nicht erwähnt habe, ist, Bier trinken ist an sich auch oft sozial. Also man trinkt oder ich trinke zu Hause jetzt nicht alleine auf meiner Couch ein Bier, sondern oft mit Freunden, wenn man irgendwie draußen ist und sich trifft und unterhält. Und es hat schon oft einen sozialen Charakter, der Kontext, in dem man es trinkt. Und man hat gleich ein Gesprächsthema, wenn man das Quartiermeister in der Hand hält, richtig, in der Geselligkeit sich über etwas zu unterhalten. Aber wie wäre es denn jetzt mal angenommen, ganz praktisch, wenn sich ein Projekt bewerben würde, was sich von mir aus für Leute einsetzt, die vielleicht Alkoholprobleme haben, würdet ihr das dann vielleicht trotzdem annehmen? Das ist auch eine gute Frage. Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Genau, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Also es gibt quasi zwei schwierige Fälle, was quasi Alkohol und Förderung angeht. Das eine ist, es gibt auch viele Zielgruppen, gerade irgendwie arabisch-türkische Menschen in Berlin, die eben per se keinen Alkohol trinken. Und die dann auch nicht möchten, dass sie irgendwie von einem Bierprojekt gesponsert werden. Da ist unsere pragmatische Herangehensweise, dass wir einfach den Projekten sagen, was wir machen, woher das Geld kommt. Und wenn sie sagen, sie können damit arbeiten, dann ist gut. Und wenn nicht, können wir ihnen halt, also dann können wir sie leider nicht fördern. Und jetzt direkt mit Alkoholprävention oder Drogenprävention oder mit solchen Dingen haben wir
letztes Jahr eine sehr interessante Diskussion geführt, die wir noch umsetzen wollen. Und zwar gibt es die Idee, dass man quasi einen Anteil von unserer Förderung generell in die Alkoholprävention in Berlin einsetzt. Also quasi prozentual. Genau. Da sind wir noch nicht, da haben wir keinen Beschluss gefasst, aber das finde ich persönlich eigentlich eine schöne Idee. Wo wir schon mal beim Geld sind, noch eine Frage zu der Gestaltung oder den Strukturen dieses Projekts Quartiermeister. Das ist ja wirklich ein komplettes Non-Profit-Projekt, was auch, wie ich das richtig verstanden habe, sehr transparent sein soll. Wie kann man denn als Konsument, der eben durch den Kauf des Biers andere Dinge fördern möchte, nachvollziehen, wo die Gelder reinfließen, zu welchen Prozentsätzen, wo die 1000, du hast ja gesagt, es handelt sich immer um einen Betrag von 1000 Euro, wo das am Ende hinfließt, also wie gestaltet sich diese Partizipation an dem Projekt und auch eben am Ende die Transparenz? Ja, also Transparenz haben wir jetzt, veröffentlichen wir alle 3 Monate für das Quartal komplett alle Einnahmen und Ausgaben, also da steht jeder Bleistift drin, den wir kaufen und alle Personalkosten, alles und dann eben auch unten der soziale Ertrag, also was dann an die Projekte fließt. Das ist ganz zugänglich, das ist auch relativ ungewöhnlich, dass man das macht, aber es ist uns halt wichtig, dass die Leute wirklich genau nachvollziehen, was da passiert. Und genau, auf der Homepage stellen wir natürlich auch jedes Projekt vor, das wir gefördert haben, schreiben, wofür das Geld eingesetzt wurde, wofür das Projekt eigentlich steht und versuchen das auch im Nachgang ein bisschen zu dokumentieren. Was ich noch zu dem Non-Profit-Projekt, hattest du gesagt? Also das Ziel ist schon, dass quasi das Unternehmerische ein Sozialunternehmen wird. Das heißt, da gibt es auch Gehälter. Also, genau. Das wird sich dann, du hast gesagt, da sind jetzt noch keine richtigen vollen Stellen. Aber das sind ja Zukunftsperspektiven. Inwieweit soll denn das Unternehmen, das ja den sozialen Aspekt mit einschließt, noch wachsen? Wie sind die Zukunftsperspektiven? Naja, also quasi so zum Einordnen, dass die Leute nicht denken, irgendwie, wir werden reich dabei. Wir haben quasi bis letzten Oktober, also die ersten 3 Jahre, komplett ehrenamtlich gearbeitet und 20.000 Euro insgesamt an Projekte ausgeschüttet. Und wir haben jetzt im vierten Quartal von 2013 das erste Mal Aufwandsentschädigung gezahlt. Das waren insgesamt 3.000 Euro für 2 Personen Vollzeit quasi für 3 Monate. Also es ist, genau, wir sind quasi noch kein tragfähiges Unternehmen, das jetzt irgendwie große Gehälter und Stellen hat. Und das werden wir auch erstmal nicht sein, aber ja, wir sind auf dem Weg dahin. Also quasi das Ergebnis soll irgendwann mal sein, dass wir durch unsere Arbeit noch mehr Geld für Projekte haben, was im Moment sich auch schon zeigt, dass wenn man mehr Arbeit reinsteckt, dass auch mehr rauskommt, also dass es sich lohnt, Arbeit zu investieren. Und genau, also wir wollen ein richtiges Sozialunternehmen werden. Und trotzdem jetzt mal zum Bier an sich, weil du weißt, ja, die Deutschen sind sehr kritisch, was den Geschmack des Biers anbelangt. Du hast es ja mit Sicherheit schon öfters mal getrunken. Correct. Es wird natürlich dir schmecken. Wie sieht es aus? Wo braut ihr? Was sind, sage ich mal, die Besonderheiten jetzt am Produkt selber, nicht am Projekt? Und ist das auch tatsächlich nach dem deutschen Reinheitsgebot alles, hat es so seine Ordnung? Erzähl mal ein bisschen Hat alles seine Ordnung, ist nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und genau, also wir haben die Brauerei, die dieses Bier herstellt für uns, sitzt im Süden von Brandenburg in der Lausitz. Und das ist privat geführt, was uns wichtig ist, weil wir eigentlich nicht mit Großkonzernen arbeiten wollen. So aus Gründen. genau, und mir schmeckt das Bier tatsächlich gut. Wir haben die Brauerei gesucht nach den Kriterien, sie sollte regional sein, also nicht allzu weit weg von Berlin. Sie sollte gutes Bier brauen. Ja, und irgendwie auch Lust auf das haben, was wir tun. Also sie sollte quasi dem sozialen Gedanken offen gegenüberstehen und nicht nur sagen, wir wollen irgendwie Bier unter Quartiermeister-Label verkaufen, sondern wir stehen dahinter und unterstützen das. Genau, und da haben wir relativ lange gesucht letztes Jahr. Genau, kurz zum Hintergrund, am Anfang hatten wir eine andere Brauerei, die ersten 2 Jahre. Die ist irgendwann insolvent gegangen. Aber und nicht wegen euch. Nee, nicht trotz uns. Trotz ja. Euch. Genau, und da war so ein bisschen das Feedback von vielen Kneipen und Kunden: Wir finden euer Projekt super geil, die Idee ist super geil, aber das Bier schmeckt nicht gut. Und deswegen haben wir letztes Jahr wirklich, also es war wirklich fast ein halbes Jahr investiert, eine gute Brauerei zu suchen. Und jetzt ist das Feedback auch gutes Projekt, gute Idee und gutes Bier.
Du hast gerade ein bisschen über die Brauerei erzählt, die da in Brandenburg das für euch sozusagen übernimmt in der Produktion. Die Personalkosten von euch, sind das jetzt auch tatsächlich Leute denn von euch, die in der Brauerei mit tätig sind, das abfüllen? Oder hat die Brauerei einfach gesagt, wir stellen es euch zur Verfügung? Inwieweit läuft denn da die Zusammenarbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist eigentlich relativ klar getrennt. Die Brauerei stellt für uns das Bier her, produziert, kauft ein, alles, bis quasi am Ende die Kiste rauskommt mit 24 Flaschen drin. Dann kommt es nach Berlin und alles, was in Berlin passiert, ist unsere Aufgabe. Also wir suchen die Abnehmer, wir kümmern uns um den Verkauf und wir machen auch die ganze Kommunikation von Quartiermeister. Also genau. Ich habe es persönlich in irgendeinem Supermarktregal noch nicht gesehen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich nicht aufmerksam genug war. Wo bekommt man denn Quartiermeister her? Wo wird das, wie du schon gesagt hast, vertrieben? Oder ist das nur auf bestimmte Kieze, die ihr bereits gefördert habt? Gibt es das nur da? Oder, ja. Also bisher sind wir primär in Kneipen, ein paar Clubs und Spätis. Wir sind im Einzelhandel sind wir eigentlich noch gar nicht. Deswegen hast du nichts verpasst beim Einkaufen. Und von den Kiezen, ja, wir sind bisher schwerpunktmäßig in Kreuzberg und Neukölln, aber wir haben uns dieses Jahr auch vorgenommen, mal ein bisschen das soziale Bier und die Idee davon auch in die anderen Kieze zu bringen. Also wollen es ein bisschen verbreiten. Und wenn du die genauen Verkaufsstellen sehen willst, dann kannst du auf unserer Homepage nachschauen, da sind die alle dargestellt nach Bezirken. Du hast ja vorhin ganz kurz angedeutet, dass schon ungefähr 20.000 Euro beim letzten Mal zur Verfügung stand für die sozialen Projekte. Wie viel jetzt, ich meine, das ist ja ein sehr neues Projekt, gerade mal 3,5 Jahre alt, das läuft ja alles gerade, sag mal, richtig an, dass es sich auch in Berlin so mehr oder weniger verbreitet. Aber wie viel verkauft ihr denn davon ungefähr? Dass überhaupt, also was kostet so ein Bier und wie viel gehen davon im Jahr zum heutigen Stand weg? Ja, also was man immer unterscheiden muss, es gibt, das Bier kostet in der Kneipe irgendwie zwischen 1,80 und 2,50 oder so, also so viel wie alle Fernsehbiere auch. Fernsehbiere? Ja, so. Ach so, ja. große Fernsehbiermarken. Ja. Genau, aber es kostet quasi für denjenigen, der es verkaufen möchte, kostet die Flasche 50 Cent netto. Also so eine. Genau. Ist das, wird das alles recycelt? Wie ist das? Habt ihr da auch so ein, weil du ja von Nachhaltigkeit sprichst, wie ist das mit den Flaschen? Und wird genau, das alles, also die Flaschen sind ganz normal Mehrwegflaschen. Das Produkt ist auch vegan. Ach so, ja, das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen. Gerade das Einzige, also es gibt quasi zwei Baustellen, an denen wir noch dran sind, was das Produkt betrifft. Das eine ist, wir sind bisher noch kein Biobier, was wir aber versuchen im Jahr 2014 zu werden. Also sind wir dran. Und das andere ist, das Produkt ist vegan, aber der Kleber von den Etiketten nicht. Und das wollen wir auch umstellen. Aber das sind alles Sachen, die lernt man erst, wenn man es macht. Also wusste ich davor auch nicht. Learning by doing, so ist es immer. Vegane Etiketten habe ich mir bisher auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wo ich auf das Etikett aber jetzt gerade mal schaue, der Herr hier vorne drauf sieht dir ein bisschen ähnlich. Das bist aber nicht du, ne? Nee, das bin nicht ich. Den gab es auch schon, bevor es mich im Universum von Quartiermeister gab. Deswegen ist nicht an mich angelehnt. Ist auch immer ganz interessant, was die Leute darin sehen. Also es wurde schon irgendwie Schiller damit verglichen, ein französischer Clochard, der Sänger von einer Britpop-Band. Also da ist viel Raum für Interpretation. Wir haben ja schon ein bisschen gerade nochmal darüber geredet, warum gerade Bier. Das hat natürlich was mit der Erreichbarkeit dann auch von den Leuten zu tun. Habt ihr denn in Zukunft vor, wenn es dann gut läuft und ihr dann auch, sagt mal, euer alleiniges, jetziges Produkt optimiert habt, vielleicht eure Produktpalette nochmal zu erweitern, andere Sachen anzubieten? Oder wie sehen die Zukunftsperspektiven aus? Ja, also wir haben tatsächlich sehr viel vor. Wir wollen einerseits Quartiermeister auch in anderen Städten anbieten. Da ist quasi das Konzept, wenn es irgendwann mal perspektivisch Quartiermeister Hamburg gäbe, müsste es im ersten Schritt auch eine Brauerei geben, die in der Nähe von Hamburg ist. Dann müsste es vor Ort auch wieder einen Verein geben, aber an sich wäre das schön. Dann würde auch hier das Bild angepasst und der Claim darunter. Und genau, wir sind auch wirklich sehr darauf aus, uns in Sachen Produkten zu erweitern. Was auch dann tatsächlich unsere Kernbotschaft stärker nach außen tragen würde, dass es uns nicht um Bier geht, sondern um Konsum. Aber ja, vielleicht fangen wir damit nächstes Jahr an. Also Moment. Gibt es schon irgendwas, was man verraten könnte? Nee, ich würde es dir vielleicht verraten, wenn ich es selbst wüsste. Aber so.
Nee, wir sind da noch gar nicht. Spannend, ja. Ja, wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht. Ja, es war wahrscheinlich auch immer dann wieder eine Frage in der Produktion, wer ihn unterstützt. Aber dafür haben wir ja auch so ein Format wie Alex, wenn das irgendeiner sieht, ne? Man kann sich ja auch an euch wenden. Wie erreicht man euch denn? Wie ist denn die Internetseite, wenn man eben abstimmen möchte über die Projekte und vielleicht auch Social Media? Seid ihr da auch aktiv? Vielleicht kannst du so ein bisschen kurz noch mal darüber was, weil unsere Zeit läuft leider weg. Ja, schade. man erreicht uns auf der Homepage über www.quartiermeister.org. Da findet auch die Abstimmung statt. Das ist einfach quartiermeister.org/online-abstimmung. Wann ist die nächste? In knapp 3 Monaten. Oh ja, genau. Okay. Da hat man noch ein bisschen Zeit, sich durchzuklicken. Genau, aber die werden auch immer angekündigt. Und genau, wir sind auf Facebook relativ aktiv auch. Da ist einfach facebook.com/quartiermeister. Findet man auch gut. Und genau, wir bilden über Homepage und Facebook eben auch da was wir fördern, was gerade aktuell passiert. Also, wenn es interessiert, man kriegt Informationen, wenn man möchte. Wunderbar, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns das alles vorgestellt hast, das Projekt, dich natürlich auch, Peter. Und weil unsere Zeit wegläuft, müssen wir jetzt echt mal einen Flaschenöffner finden für nach der Sendung. Aber an euch zu Hause erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Interesse. Die ganze Sendung könnt ihr natürlich auch noch mal nachschauen, falls ihr es verpasst habt, in der Mediathek von Alex TV. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Oh,